Was ist der Apgar-Test? Der Apgar-Test ist eigentlich kein wirklicher Test, sondern der Apgar-Test ist eine Zustandsbeurteilung eures Babys nach der Geburt. Und zwar macht man das nach einer, nach 5 und nach 10 Minuten. Und üblicherweise ist das was, was ihr nach der Geburt gar nicht so mitbekommt. Es gibt 5 Kriterien, die man sich anschaut. Das ist einmal die Hautfarbe, das sind die Grimassen, die das Kind macht, das sind die Reflexe, das ist der Tonus, also die Spannung, die das Kind hat, und der Herzschlag. Und für jedes dieser Punkte, also für jedes dieser Kriterien, gibt es 2 Punkte. Das heißt, insgesamt kann euer Kind maximal 10 Punkte erreichen. Und wenn die Kinder geboren sind, in der ersten Minute haben die meistens 1 oder 2 Punkte Abzug. Das heißt, die sind noch nicht ganz rosig. Meistens sind die Füße und die Hände noch ein bisschen blau nach der Geburt. Das ist ganz normal. Vielleicht sind die Reflexe noch nicht so ganz da. Je nachdem, also so ein Apgar von 8 zum Beispiel ist ein ganz normaler Apgar nach der Geburt. Wichtig ist immer, dass der ansteigt. Also man guckt einfach immer diese 5 Kriterien an, dann nochmal nach 5 Minuten und nach 10 Minuten. Und so ein normaler Geburtsapgar, sage ich mal, ist so 8, 10, 10 oder 8, 9, 10. Das bedeutet einfach, dass euer Kind nach der Geburt vital, fit und rosig war. Und für uns ist das immer eine ganz schnelle Art, sozusagen zu kommunizieren und zu sagen, wie geht es eurem Baby? In der Praxis ist das so, dass ihr gar nicht mitbekommen werdet, dass dieser Test überhaupt gemacht wird, weil wenn so ein Kind geboren wird, dann sehe ich ganz automatisch, das hat einen Apgar von 8 oder 9 oder 10. Da muss man gar nicht eine große Untersuchung machen, sondern man muss einfach das Kind ein bisschen beobachten. Und das machen wir eigentlich, ohne euch und das Kind zu stören.